Den Typ habe ich schon mal irgendwo gesehen. Was? Was geht, Alter? Nicht viel. Ich sitze einfach nur hier rum. Warte, bis ich dran bin. Ich bin der Nächste. Wie schön. Warum rufst du dauernd Alan? Wie bitte? Du weißt schon, du hast das Wort Alan von Zeit zu Zeit geschrien. Keine Ahnung, wovon du redest. Mein Name ist Alan. Aber ich bin doch kein Irrer, der rumläuft und dauernd seinen eigenen Namen ruft. Alan! Ich hab nur drauf gewartet, Alter. Oh Gott, ey. Und was ist dein Problem? Du scheinst ganz normal zu sein. Ich habe ein sehr ernstes psychologisches Problem. Alan! Unter anderem. Kein Scheiß. Mein Leben ist ein Albtraum. Ganz gleich, was ich tue. Die ich liebe, sind immer die, die bezahlen. Hey, das ist mein Spruch. Naja, eigentlich Peter Parkers, aber ich habe ihn zuerst kopiert. Ich glaube, mein Problem ist dringender, aber naja. Und? Was ist das für ein Problem, wenn ich fragen darf? Alan! Ja, das ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann, und der flüstert trauernd, bring sie alle um. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Ich kann meinen Autoschlüssel nicht finden. Die Situation eskaliert langsam, aber eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und erlebe denselben Tag immer wieder. Oh, das ist bitter. Dasselbe ist mir letztes Jahr passiert, weißt du? Hat das ein pinkes Einhorn gemacht? Ein verfluchter Ring vielleicht? Oder hast du etwa einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Verfluchter Ring. Oh, verstehe. Wenn du meine Meinung dazu willst, du solltest nach einem Wunschgoblin suchen. Wenn du willst, kann ich dir meinen leihen. Wobei... Alan! Wobei? Naja, der kleine Bastard war ganz schön flink, also musste ich ihn an meine Kellerwand ketten. Und weißt du, es ist schon eine Weile her, seit ich ihn das letzte Mal schreien und betteln gehört habe. Alan! Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, bei mir zu Hause riecht es ganz schön seltsam in letzter Zeit. Oh, und fliegen, überall fliegen. Ich hoffe, er ist nicht verhungert oder so. Ich hätte wirklich ungern eine verrottende Leiche in meinem Keller. Vielleicht hätte ich ihn ab und an mal füttern sollen, statt nur seinen Kopf zu streicheln und über meine bösen Pläne zu sinnieren. Alan! Hatte dein Goblin eine Uniform an? Eine blaue? Und hatte eine Tasche mit geheimnisvollen Notizen? Du kennst diese Art Goblins also? Bevor er endlich still war, hat er für Stunden rumgeschrien. Ich bin der Postbote! Ich bin der Postbote! Dabei wohne ich nicht mal am Wasser. Alan! Okay. What? Da ist dieser fliegende Kopf, den nur ich sehen kann. Und der flüstert dauernd, bringen Sie alle um. Oh, deiner auch? Das ist nichts Schlimmes. Wow, ist ein harter Kerl, was? Das ist nichts Schlimmes. Ich kann meine Autoschlüssel nicht finden und die Situation eskaliert langsam. Wow, das tut mir so leid für dich, Mann. Muss hart für dich sein. Ich würde dich ja vorlassen. Alan! Aber nein. Toll. Eigentlich ist es ganz schön bescheuert. Das sagen die Leute auch über das Jahr 2012. Das war einfach bescheuert. Dass die Welt nicht untergegangen ist, meine ich. Und plötzlich, bam, Weltuntergang. Gute Nacht. Bam, Weltuntergang, hä? Sicher? Oh Gott. Bitte sag mir nicht, dass du einer von denen bist, die glauben, dass wir wirklich auf der Erde leben. Ja, schätze, ich bin einer von denen. Alles nur ein Haufen Lügen. Sie sagen es im Fernsehen, um uns von der Wahrheit abzulenken. Alan! Auf... naja, auf welchem Planeten leben wir denn? Wir leben auf keinem verdammten Planeten. Was? Wir reisen auf einer Riesenschildkröte durchs All, die einen Schweif aus Oktarin hinterlässt. Großartig. Alles klar. Weißt du, ich verstehe es nicht. Warum denkt ihr Irren immer, dass Terry Pratchetts Bücher so eine Art Selbsthilfeleitfaden sind? Hey, ich bin kein Irrer. Ich leide an einer Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das ist, wenn sich jemand freiwillig Yoko Onos größte Hits in Unterwäsche anhört. Machst du dich etwa über mich lustig? Ich versuche es verdammt nochmal. Tja,
dann hast du Glück, dass du nicht gerade mit meiner anderen Persönlichkeit sprichst. Die sagen, der ist nicht so nett wie ich und dass er oft flucht. Alan! Naja, das wäre deutlich vorstandslösender, wenn es nicht von einem Kerl käme, der verkleidet ist wie... Naja, weiß nicht. Was zur Hölle soll das eigentlich darstellen, Alter? Ach, jetzt mach meinen Punkt, Mädchen. Das ist gerade der letzte intergalaktische Schrei. Aha. Alle, die sich der Realität verweigern, werden wohl nie die wahre Größe dieser Kleidung wertschätzen können. Alan! Nicht einmal, wenn eine Tentakelarmee die Weltherrschaft übernimmt. Okay, ich hau dann mal. Vergiss nicht, das Krakenbecken zu reinigen, ja? Wessen Becken? Schon gut. Alan! Alles klar. Alan! Nee. Warte mal, ich habe ja keine Batterie. Alan! Ich habe zu viele Probleme. Die kann ich jetzt nicht links liegen lassen und einfach fernsehen. Alan! Kann ich irgendwas nutzen? Es gibt kein... Alan! Um die Musik wieder anzumachen? Irgendwas... Alan! Es wird nicht klappen. Ah, okay, dann nicht. Oh. Alan! Das passt nicht. Ich glaube, mein Dietrich hat ausgedient. Ah. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon. Mit dem Hammer. Ich glaube nicht. Okay. Alan! Mit dem Trichter. Alan! Mit... dem Stift. Das schreibt. Alan! Mit den Streichhölzern. Lieber nicht. Mhm. Verzeihung, ich bin gerade sehr Klar. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles. Alan! Kann ich ihm irgendwas geben? Ich will. Irgendwas. Alan! Das würde kein. Irgendwas? Laserschwert, komm. Vergiss. Okay, dann nicht. Geht nicht, ich bin nicht dran. Och, ist doch egal. Mann, okay, dann nicht. Gehen wir halt in den Comicbuchladen. Wird geschlossen. Ich brech die Tür nicht auf. Charlie ist auf der Cypherkon und hat den Ring sicher bei sich. Okay, kann ich nicht hier zur U-Bahn? Nein, kann ich nicht. Toll. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal zu Mel's Pawnshop und zu Emerson. Okay, aber Alan! Ist echt, komisch. Was? Bob. Die Arbeiterklasse, wie sie lebt und lebt. Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Aber gern. Ich denke mal, nein. Okay. Das sieht aus wie eine Dose Fixierer. Der kommt nach der Farbe drauf. Ich glaube nicht, dass er mir die gibt. Eine Dose rote Farbe. Dafür habe ich bestimmt Verwendung. Ah, dann muss ich jetzt safe irgendwas hier mit der Kanalisation, mit dem Deckel machen oder so, dass ich den irgendwie wegböller oder so. Kein Plan. Aber womit ist die Frage? Es gibt... Ich glaube, das... Lieber nicht. Das ist... Es wird nicht... Ist hier vielleicht noch irgendwas? Damit will... Okay. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Okay, dann nicht. Und... Okay, gehen wir mal zu Emerson. Hey! Wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an! Du hast ganz schön Eier hier wieder aufzutauchen.
Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Ja, oder die Leute sagen immer wieder, wie tapfer ich bin. Wissen Sie, ich mag's ja einfach. Klimaanlage, kalte Getränke, was zum Lesen. Haben Sie jetzt Arbeit für mich oder nicht? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Haben Sie jetzt Arbeit für mich oder nicht? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Arbeit für dich? Im Ernst? Ist das dein Ernst? Hör genau zu. Du hättest niemals wiederkommen sollen, nachdem du meinen kostbarsten Besitz zerstört hast. Ich hätte wirklich gedacht, du wärst klüger. Na schön, es tut mir leid wegen Ihrem Hund. Ich dachte wirklich, er wäre schon ausgestopft. Was hast du Baxter angetan? Ganz ruhig, das war doch nur Spaß. Entspannen Sie sich mal, Chief. Ich rede nicht lange drum rum. Dieses Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Hicks, ich sagte dir schon, das Alphabet rückwärts rückt, macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher. Wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas. Wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wach liegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment. So funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt nochmal ab! Du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Meine Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen. Also, eigentlich... Ich will's nicht hören! Raus hier! Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Göding. Gott, Göding. So weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Nice. Ich wusste es doch. Hier, Kleiner. Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Nice. Kann ich das auch machen? T-Shirt? Und es steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau? Was soll ich denn jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber ist das mein Job? Scheiß Shirts ausliefern? Ich konnte es nur so weit kommen. Ja, das ist dein Job. So, tatsächlich. Irgendwie, ne? Können wir das T-Shirt Leuten andrehen? Bob! Sowas will... Okay, dann nicht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal vielleicht möglicherweise zu Matt fahren sollten. Ja, sollten wir einfach mal machen, würde ich sagen. Ja,
Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei der CypherCon abgeben soll. Wir können da nicht mal hin, hab ich eben gesehen. Hä? Sergeant Kramer, oh nee. Oh nee. Stopp mal, Freundchen. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ah, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Und das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Alles klar. Warte, ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Was ist diesmal? Ich weiß. Es war in den Nachrichten. Ich weiß. Es war in den Nachrichten. Ich kann das alles nicht glauben. Tut mir leid, Sally. Wie konnten wir das nur nicht kommen sehen? Ich hätte nie gedacht, dass er es durchzieht. Ich dachte immer, er labert nur rum. Tja, dieses Mal ist es ernst geworden, Randall. Vielleicht wusste er nicht, was er tat. Nein. Er wusste es ganz genau. Bist du sicher? Natürlich, weißt du... Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert mir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Wenn es doch nur weg gäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, das ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte frag sie. Okay, mach ich. Alles klar. Okay, was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich habe die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich habe nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frost-O-Matic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird.
Es ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein?